Wir müssen am Sonntag punkten, ganz einfach, und das ist die Priorität. Wir freuen uns drauf, die ganze Resonanz jetzt, was gerade jetzt von den Fans, von dem Zuschauerzuspruch am Sonntag ist, dass wir vielleicht sogar ein volles Haus haben. Das ist ja pure Freude, dass man vor so vielen Fans spielen darf. Ich denke mal, das möchte jeder Spieler mal in seinem Leben erleben. Und das soll wirklich eine Freude sein, da soll man rausgehen, da muss man versuchen, gleich den Funken überspringen zu lassen, indem man gewillt ist und zeigt, was an der Tagesordnung liegt am Sonntag. Und das heißt, wir müssen punkten. Die Wichtigkeit, die weiß jeder, die wissen wir aber auch schon seit Wochen. Wir wollten natürlich nicht gerne in diese Situation reingeraten. Wir haben aber trotzdem immer gesagt, dass man sowas nie voraus planen kann. Fußball ist eben alles möglich und deswegen ist der Fußball ja auch so interessant. Wir haben immer gesagt, es geht bis zum letzten Spieltag, und davon sind wir auch alle überzeugt. Ich finde auch, es gehört in einer Fußballkarriere auch dazu, dass man auch mal besonderen Druck, besondere Spiele erleben muss. Gehört irgendwo immer mal dazu, ob es nun mal Aufstieg oder eben auch mal einen Abstieg zu verhindern. Das bringt einem persönlich natürlich auch weiter und das schweißt auch mehr zusammen. Also wie gesagt, wir sind uns der Wichtigkeit bewusst und wir müssen, genauso wie am letzten Wochenende oder wie allgemein, wir müssen punkten. Umkippen sollen sie nach dem Spiel, dann wird sie sehen oder auch sich selber sagen können, sie haben wirklich alles gegeben, das ist für mich die Voraussetzung, ja, dass sie über den Punkt gehen, und das ist eben wichtig gegen jetzt bei so einem Spiel oder eigentlich auch sonst. Wie es nachher im Spiel selber läuft, das kann man gar nicht so beeinflussen. Wie schon gesagt, ich wollte in Frankfurt wollten wir auch offensiver spielen, wollten auch noch mehr Ausdruck ausüben. Das hat der Gegner nicht zugelassen. Der war gut. Dann ist es eben wichtig, wie diszipliniert man ist, wie kompakt man ist, dass jeder seinen Job erfüllt als Mannschaft, als Team. Nichtsdestotrotz, wir brauchen die Punkte, also werden wir auch schon Attacke spielen. Ja, die Wichtigkeit ist einfach so, der Hauptjob ist von uns, den Klassenerhalt zu schaffen, und wir brauchen dafür noch Punkte, und das müssen und das müssen wir erreichen. Ist es jedem bewusst, was das eigentlich heißt? Sollte 60 München den Gang in die dritte Liga angehen müssen? Glaubst du, dass das wirklich so jedem auch zu 100% bewusst ist, was das alles heißt, bedeutet, Arbeitsplätze etc.? Also, dass mein Eindruck ist, dass es jeder weiß, ja. Das ist mein Eindruck, und ich weiß es auf Garantie, weil wir jeden Tag damit auch konfrontiert werden. Was würde es persönlich für dich bedeuten, wenn 60 unter dir absteigt? Dann wäre ich ein Abstiegstrainer. Und das will keiner sein.